Jetzt bittet die Kriminalpolizei wieder um ihre Mithilfe. Aktenzeichen XY ungelöst. Live aus München mit Rudi Zerne. Guten Abend und herzlich willkommen bei XY. Liebe Zuschauer, heute ist ein trauriger, ein bewegender Tag, denn heute wurde die 23-jährige Studentin Tükçe Albayrak beigesetzt. Fast 1000 Menschen waren in Wächtersbach erschienen, um gemeinsam mit der Familie Abschied von der jungen Frau zu nehmen. Am 15. November war Tükçe durch einen Faustschlag schwer verletzt worden und schließlich verstorben. Zuvor hatte sie sich für zwei junge Frauen stark gemacht, die durch eine Gruppe junger Männer in Bedrängnis geraten waren, darunter der 18-jährige Täter. Die Emotionen sind in den Tagen danach förmlich hochgekocht. Das Mitgefühl mit Tükçe und ihrer Familie ist enorm. Auch uns haben unzählige Zuschriften sehr berührt. Viele Menschen haben Tükçe für den XY-Preis vorgeschlagen. Danke dafür. Eine wundervolle Idee, mit der sich unsere 11-köpfige Jury jetzt intensiv auseinandersetzen wird. Doch nun zu den Fällen unserer Sendung heute. Hola, Mama. Berlin, ein 16-jähriger Austauschschüler aus Bolivien will die Welt sehen. Wie war's in der Schule? Deutschland hat sich gemeldet. Und? Es geht klar, ich fahre nach Bayern zu Familie Wagner. Die ausgelassene Silvesternacht endet brutal. Der Mann erzählt, den ich da drüben gesehen habe. Ich bin sicher, der wollte unser Haus beobachten. Bad Salzuflen. Wenige Tage später bekommt das Ehepaar nächtlichen Besuch. Siegfried? Ich hab solche Angst. Düsseldorf, Berlin. Ein Räuberduo hat es auf wertvolle Uhren abgesehen. Okay, das ist Überfall. Ein mutiger Angestellter will den Millionenraub verhindern. Der Traum vieler Jugendlicher. Ein Aufenthalt im Ausland, fremde Menschen und Kulturen kennenlernen, neue Freunde finden. Für einen 16-jährigen Schüler aus Bolivien wurde er wahr. Doch der Trip nach Deutschland endete für den Jungen in einer Katastrophe. Santa Cruz de la Sierra, die größte Stadt Boliviens, Sommer 2013. Hola, Mama. Miguelito. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Wie war's in der Schule? Deutschland hat sich gemeldet. Und? Es geht klar, ich fahre nach Bayern zu Familie Wagner. Klasse. Aber Severin, lässt du diesmal bleiben? Mama, das war Pech. Ich habe dir gesagt, du sollst Miguel nicht... Moreno ist 16 und besucht die deutsche Schule in Santa Cruz. Zum zweiten Mal darf er als Gastschüler nach Deutschland. Beim ersten Mal hatte er sich bei einem Skiunfall das Schlüsselbein gebrochen. Aber ich liebe Fußballspielen. Und? Wann geht's los? Das steht noch nicht ganz fest, aber September... So ein bisschen beneide ich dich. Bei uns war sowas noch nicht möglich. Also doch nicht so gut, die gute alte Zeit? Nee, nicht so frech, junger Mann. Am 15. September 2013 kommt er in Deutschland an. Schön, dass du da bist. Gute Reise gehabt? Sie ein bisschen müde. Dann bring mal die Sachen hoch. Genau. Es gibt Schweinebraten. Hm? Wow. Schön gesehen. Ich weiß doch, was dir schmeckt. Wie lange musst du eigentlich noch zur Schule? Ein Jahr. Und danach? Irgendwas studieren, am liebsten in Deutschland. Irgendwas? Vielleicht Architektur oder Bauingenieur. Einer. Du hast ja noch ein bisschen Zeit. Wie geht's der Schulter? Als wäre nichts gewesen.
Super, dann können wir ja bald wieder Skifahren gehen. Nee. Ne? Ich habe meiner Mama versprochen, dass ich das nicht nochmal mache. Hm. Na ja, dann machen wir das natürlich auch nicht. Dann machen wir was anderes. Miguel Moreno lebt sich in Deutschland wieder schnell ein. Er geht in München zur Schule, treibt viel Sport und trifft sich mit Freunden. Willkommen. Tina hat sturmfreie Bude. Hey, voll gut. Ja, ich weiß. Voll gut. Die sind voll cool. Die kennt die nicht. Nein, das muss doch witzig werden. Oh, hi. Wo kommst denn du her? Vom Fußballspielen. Ach, bei dem Wetter? Da macht's am meisten Spaß. Okay, wir reden über Silvester. Tina hat sturmfreie Bude. Es wird eine Riesensause, Mann. Wie schaut's aus? Bist du dabei? Tut mir leid, habe leider schon was vor. Ja, dann sag's ab. Geht leider nicht. Das ist schon seit Ewigkeiten geplant. Ich treffe mich mit Freunden in Berlin. Partymeile oder was? Ja. Oh, schade. Aber, mei. In Berlin ist sicher auch was los. Ja. Da kannst du drauf hin. Wird sich bestimmt langweilen. Schnell sind 3 Monate vergangen. Silvester 2013-2014, Berlin. Miguel Moreno und seine Freunde verbringen eine ausgelassene Nacht in Berlin. Sie feiern bis früh in den Morgen. Am Neujahrstag lassen es die jungen Männer dann etwas ruhiger angehen. Buenos dias. Hola. Wir gehen eine Donner essen. Gute Idee. Ich komme. Und der hier? Oi! Miguel! Aufwachen! Was gibt's? Wir gehen was essen. Und wohin? Zu die Donner, gleich um die Ecke. Auf geht's. Vamos! Kurz nach Mitternacht verlassen die Freunde die Herberge am Hallischen Ufer. Langweilig. Hallo Jungs, was bekommt ihr? Hey, ich will keine Döner, ne? Vorne ist eine andere Imbiss. Ich komme auch mit, ich kann auch keine Döner mehr sehen. Okay. Okay. Treffen wir uns gleich wieder hier? Ja, der U-Bahn. Okay. Okay. Dönerbox einmal. Dönerbox. Dreimal Dönerbox. Okay, wir bekommen es. Nur wenige Straßen weiter fährt ein Auto Richtung Hallisches Ufer. An Bord ein Mann und 3 Frauen. Halbe Stunde. Können wir jetzt noch nicht fertig sein? Ja, halbe Stunde. War eine geile Party gestern. Was machen wir heute auf? Mist, ich will mir eine neue. Wir warten. Sammeln wir sie nochmal ein, oder? Alter, geh mal rüber jetzt da, Alter. Ey, que pasa? Was soll das? Alter, was willst du denn, Alter? Geh mal weiter da, was? Alter. Miguel! Que pasa? Was war denn mit dem los? Was ist passiert? Warum hat der gut? Ey! Hey, lauf weg! Oh. Alles okay? Miguel! Scheiße, du blutest voll, Mann! Oh Mann! Du blutest, Mann! Was? Was? Scheiße, Mann! Fuck! Wir müssen einen Arzt rufen! Ruf einen Arzt! Ja, welche Nummer denn? Keine Ahnung, Mann! Gib mal ein paar Servietten hier! Ey,
Das reicht nicht. Nein, viel mehr, hol alles hinter, Mann. Miguel, bleib hier. Alles so gut. Der Arzt kommt. Miguel. Scheiße. Miguel, nicht weg. Wenige Minuten später ist der Notarzt vor Ort. Wie schlimm es um Miguel Moreno wirklich steht, zeigt sich dann in der Klinik. Er hat eine Stichverletzung, die bis tief in die Lunge geht. Miguel muss sofort operiert werden. Sein Leben hängt am seidenen Faden. Hola? Ja, die bin ich. Wieso? Hat er was angestellt? Oh Gott. Wie schlimm ist das? Aber er kommt durch. Ja. Ja, verstehe. Ich nehme den nächsten Flieger. Ich komme so schnell wie möglich. Mama. Geliebte. Was machst du für Sachen? Hast du Schmerzen? Es geht schon. Die Ärzte sagen, sie kriegen das schon hin. Miguel Moreno überlebt. Einige Wochen später kann er nach Bolivien zurückfliegen. Der Mann, der ihn beinahe getötet hat, läuft immer noch frei herum. Es war total schnell. Die Polizei sucht einen Mann, der eine unglaubliche Gewaltbereitschaft an den Tag legt. Ich begrüße hier im Studio Olaf Kirsch, Kriminalhauptkommissar beim LKA in Berlin. Wichtigste Frage vorneweg, wie geht's dem jungen Mann heute? Glücklicherweise können wir sagen, dass es dem Mann inzwischen gut geht. Er hat sich weitestgehend von den Verletzungen erholt und sind insoweit ausgeheilt. Allerdings muss man nach wie vor bedenken, dass er großes Glück hatte und sein Leben nur aufgrund einer schnellen Notoperation gerettet werden konnte. Das ist auch letztlich der Grund, warum wir als Mordkommission in diesem Fall wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermitteln. Also ein außerordentlich schweres Delikt. Dann schauen wir mal, ob die Zuschauer Ihnen heute Abend weiterhelfen können. Sie haben ein Phantombild des Täters. Genau gesagt haben wir sogar zwei Phantombilder, die von unterschiedlichen Zeugen stammen. Mhm. Leider können wir derzeit nicht sagen, welches den Täter besser trifft oder beschreibt. Allerdings haben wir Personenbeschreibungen, die eindeutiger sind. Wir sprechen von einer männlichen Person im Alter von 25 bis 30 Jahren, ca. 1,95 Meter groß, schlank, dunkle Haare, vermutlich türkischer Abstammung, war gut, feierlich gekleidet. Ja, das ist so viel zu dem Mann zu sagen. Ja, zu dem Mann. Und dann schauen wir natürlich auf die Begleiterinnen. Auch die konnten beschrieben werden. Es geht da um drei Frauen, die ja versucht haben, noch zu schlichten, wenn ich das richtig deute. Ja, er hatte drei Begleiterinnen, die auch in dem Alter von 25 bis 30 Jahren waren. Zwei von denen trugen Kopftücher und eine hatte lange, blonde, gelockte Haare. Ja, wir bitten dringend diese Frauen, sich bei uns zu melden. Ja, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Dann schauen wir mal auf das Auto, mit dem das Quartett unterwegs war. Dazu gibt es eine Beschreibung. Um was für ein Fahrzeug soll es sich da handeln? Es soll sich um ein helles Fahrzeug handeln, einen Kleinwagen, der mit vier Türen ausgestattet ist. Auffällig waren für alle Zeugen die hell glänzenden und neuwertig erscheinenden Felgen. Ja, ganz wichtig natürlich der Tatort für die Ermittlungsarbeit. Wo genau ist das Verbrechen passiert, schauen wir uns jetzt an. Ja, passiert ist es im Berliner Ortsteil Kreuzberg, also relativ zentral gelegen. Und hier kommen wir zur näheren Tatortumgebung. Es handelt sich dabei um die U-Bahn-Station Hallisches Tor, direkt gelegen am Hallischen Ufer. Ja, zur Erinnerung noch einmal die Tatzeit. Die Nacht vom 1. auf den 2. Januar 2014 spielt hier die Rolle. Das war kurz nach Mitternacht. Korrekt so, ja? Zur Verdeutlichung schauen wir uns noch mal das Foto dieses Tatorts an. Sehen Sie jetzt im Hintergrund, wenn Sie dem LKA Berlin in diesem Fall weiterhelfen können, dann zögern Sie nicht, rufen Sie an. Das ist die Telefonnummer, die 030 4664 911 205. Hinweise nehmen auch die Beamten natürlich wie immer hier im Studio entgegen oder jede andere Polizeidienststelle. Wie sieht es mit der Belohnung aus? Ja, es ist eine Belohnung von insgesamt 2.500 Euro ausgesetzt. Ja. Herr Kirsch, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch. Hoffe für Sie auf gute Hinweise. Dankeschön. Olaf Kirsch war das, LKA Berlin, zu einem versuchten Tötungsdelikt. Danke.
Liebe Zuschauer, die Kripo in Düsseldorf bittet nun um Mithilfe bei der Fahndung nach einem ziemlich dreisten Bankräuber. Zweimal soll dieser Mann, und da ist sich die Polizei ganz sicher, dieselbe Sparkassenfiliale in Düsseldorf-Unterrad in der Kalkumer Straße überfallen haben. Der erste Überfall am Mittwoch, den 11. Februar 2014 gegen 12.30 Uhr betritt der Täter die Bank maskiert mit weißem Mundschutz. Er geht an den Tresen, dort bedroht er die Angestellten mit einer Pistole, die er in der Tasche versteckt hält und fordert die Herausgabe des Geldes. Dann flüchtet er mitsamt der Beute. Die zweite Tat, wie gesagt, in derselben Filiale, erfolgt dann gut zwei Monate später, am 23. April, 15.13 Uhr, wieder ein Mittwoch. Diesmal versteckt vermutlich derselbe Mann sein Gesicht hinter einem dunklen Schal mit weißem Muster. Wieder bedroht er die Angestellten mit der Pistole und fordert Geld. Und wieder gelingt ihm die Flucht. So, den Mann wollen wir uns jetzt mal genauer ansehen. Deshalb hier nochmal seine detaillierte Beschreibung. Circa 1,80 groß und kräftig. Er hat dunkle Haare mit dunklen Koteletten. So, und er trug beim ersten Überfall eine dunkle Kapuzenjacke mit weißem Innenfutter und Reißverschluss, ein khakifarbenes Basecap der Marke Diesel, blaue Jeans und auffällige dunkle Sportschuhe mit hellen Applikationen Marke Blend. Diese Schuhe trug er auch beim zweiten Überfall, dazu einen dunklen Parka und einen dunklen Schal mit hellem Muster vor dem Gesicht. Das Basecap war ebenfalls dunkel, dazu eine schwarze Umhängetasche. Bewaffnet war er beide Male mit einer schwarzen Pistole. Wenn Sie jetzt glauben, den Mann erkannt zu haben, dann melden Sie sich bitte hier bei uns im Studio oder bei der Kripo in Düsseldorf. Die Nummer 0211 8700 und die Belohnung in diesem Fall beträgt 1000 Euro. Unser nächster Fall führt uns jetzt nach Westfalen. Anfang dieses Jahres wird hier ein älteres Ehepaar Opfer eines brutalen Verbrechens. Die Täter sind gefährliche Profis und können jederzeit wieder zuschlagen. Also höchste Zeit, dass ihnen das kriminelle Handwerk gelegt wird. Siegfried Klinger und seine Frau Johanna wohnen am Rande von Bad Salzuflen in Westfalen. Hier genießt das Ehepaar in einem kleinen Haus mit Garten seinen Ruhestand. Siegfried, komm rein, es ist kalt. Ich hab dir doch von dem Mann erzählt, den ich da drüben gesehen habe. Ich bin sicher, der wollte unser Haus beobachten. Ach, das ist nur mein heimlicher Verehrer. Wollte sehen, ob die Luft rein ist. Als er gemerkt hat, dass ich ihn sehe, ist der Typ verschwunden. Ja, klar. Jetzt komm schon rein. Ja, ich weiß nicht, ob das... Ulrike kommt doch gleich. Die Klingers haben eine Tochter und drei Enkel, die auch in Bad Salzuflen leben. Papa, vergiss nicht wieder deine Medikamente. Wer weiß, ob du da unten welche bekommst. Ich bin fit. Du hattest schon zwei Herzinfarkte. Ich weiß. Und pass auf mit der Sonne. Deswegen fahren wir ja hin. Zu viel ist ungesund. Das weiß ich doch alles. Uli. Ich mach mir halt Sorgen. Er kann schon auf sich aufpassen. Also so schnell werdet ihr mich schon nicht los. Die Klingers sind trotz gesundheitlicher Probleme viel auf Reisen. Im Februar 2014 steht ein Urlaub in Spanien auf dem Programm. Der Marmorkuchen ist einfach der beste. Danke. Kuchen. Der sieht und hört nichts. Seine Freundin ist das Wochenende mit den Eltern weggefahren. Sie schreiben die ganze Zeit. Voll liebeskrank. Bist du blöd? Jungs. Du, Uli. Kannst du dich wieder um meine Pflanzen kümmern? Und um die Post, damit der Briefkasten nicht überquillt. Wegen der Einbrecher. Klar. Gut war auch, wenn du die Rollläden rauf und runter lässt und abends mal das Licht anmachst. Also ich weiß nicht, ob ich das zeitlich schaffe. Ich kann ein paar Mal herkommen, abends zum Fernsehen schauen. Hm, gute Idee. Mit Lisa? Quatsch, allein. Aha. Wollen wir mal sehen. Macht euch keine Gedanken um das Haus, genießt einfach euren Urlaub, ja? Der Flug der Klingers nach Spanien ist für Freitag, den 7. Februar 2014 geplant. Voilà!
Wow! Du siehst ja toll aus. Danke. Das nehme ich mit. Damit du mich schön zum Essen ausführen kannst. Ich freue mich so. Ich freue mich auch. Oh, jetzt das Wichtigste. Die oder die? Die. Okay. Die Gegend, in der das Ehepaar Klinger wohnt, ist nachts absolut ruhig. Hier fällt jedes Fahrzeug auf, erst recht jedes Fremde. Wie in der Nacht vom 3. auf den 4. Februar 2014. Eine Nachbarin bemerkt ein Auto, das zunächst orientierungslos hin und her fährt und dann in Richtung des Hauses der Klingers verschwindet. Ob diese Beobachtung etwas mit den folgenden Ereignissen in dieser Nacht zu tun hat, ist bis heute unklar. Unklar ist auch, wann genau die Täter das Grundstück der Klingers betreten. Sicher scheint nur, dass sie das Haus zuvor ausgekundschaftet haben und genau wissen, wo sie am einfachsten eindringen können. Draußen brennt. Dann ist der Strom nur im Haus weg. Du musst in den Keller nach der Sicherung sehen. Jetzt? Ja. Naja. Geht.
Geld, wo hast du? Wie oft denn noch? Wir haben kein Geld im Haus. Lassen Sie meinen Mann in Ruhe. Er ist schwer krank. Geld, wo hast du? Bitte nicht. Warten Sie. In meinem Portemonnaie. Im Flur, an der Garderobe. Das sind 160 Euro. Ja, das alles? Mehr haben wir nicht. Schachteler, wo ist du? Johanna! Wo ist du? Verkauf? Ja, die habe ich gekauft. Die Täter durchsuchen jeden Winkel der Wohnräume und nehmen mit, was sich zu Geld machen lässt. Schmuck, eine Uhr, Silberbesteck. Eine gute Stunde halten sich die Täter im Haus der Klingers auf. Als sie den Tatort verlassen, lassen sie außer den Fesseln an den Händen ihrer Opfer und einer halben Pistazienschale nichts zurück. Ich höre nichts mehr. Ich glaube, sie sind weg. Bleib liegen. Bleib liegen. Komm, bleib liegen. Ich weiß, wo eine Schere ist. Wir rufen dann auch gleich den Notarzt und bringen dich in die Klinik. Aber zuerst rufen wir die Polizei. Ach, mir ist doch ganz egal, was die mitgenommen haben. Hauptsache, dir geht es gut. Dann geht's. Ab nach Spanien. Wir können doch jetzt nicht wegfahren. Jetzt erst recht. Lass mir doch von denen nicht meinen Urlaub nehmen. Bis zum Freitag bin ich wieder fit. Und außerdem, unser Enkel braucht doch seine sturmfreie Bude. Eine bemerkenswerte Reaktion nach dieser Horrornacht. Ich begrüße Kriminalhauptkommissar Dietmar Simkoralewitsch von der Kripo aus Detmold zu uns gekommen. Ja, das Ehepaar hat wenige Tage nach dieser Tat tatsächlich die Reise in den Urlaub angetreten, ist in den Urlaub geflogen. Das soll aber nicht heißen, dass die Spuren dieses Überfalls verschwunden sind. Nein, ganz im Gegenteil. Das Ehepaar leidet immer noch unter der Tat. Spätfolgen der Verletzungen sind auch, dass beide jetzt auf Gehhilfen angewiesen sind. Dazu kommt noch die bis heute andauernde seelische Belastung, die letztendlich dazu geführt hat, dass sie weggezogen sind. Sie konnten einfach nicht mehr in dem Umfeld bzw. in dem Wohnhaus leben bzw. wohnen. Haben es dort einfach nicht mehr ausgehalten. Also das sind die traumatischen Folgen eines solchen Überfalls. Die Täter sind offenbar Profis. Im Keller haben sie die Sicherungen rausgedreht. Wie sind da Ihre Vermutungen? Wussten Sie, wo dieser Sicherungskasten ist? Wir gehen davon aus, dass die Täter, nachdem sie in den Kellerraum eingedrungen sind, ganz gezielt nach dem Sicherungskasten gesucht haben und ihn auch gefunden haben. Und durch das Abschalten des Stroms im Haus wurde, wie offensichtlich von den Tätern gewollt, die Handlungsfähigkeit der Opfer dann auch eingeschränkt.
Die Täter waren maskiert. Phantombilder gibt es daher leider nicht. Aber ein bisschen was lässt sich zu den Männern doch sagen. Welche Erkenntnisse liegen vor? Wir haben leider nur eine vage Beschreibung der maskierten beiden Täter. Einer der Täter, vermutlich der Anführer, aber ganz sicher der Wortführer, ist zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß, schlank, hat eine sportlich durchtrainierte Figur. Der zweite Täter war etwas größer, 1,80 Meter bis 1,85 Meter, muskulös, aber auch sportlich und durchtrainiert. Beide Täter waren um die 25 Jahre alt und beide Täter sprachen Deutsch mit osteuropäischem Akzent, hier dem rollenden R. Mhm. Es ist natürlich nicht ganz sicher, ob dieser Akzent auch möglicherweise vorgespielt worden ist. Ganz wichtig ist die Suche nach Zeugen. Wir werfen mal einen Blick auf die Karte. Bad Salzuflen liegt in Nordrhein-Westfalen, circa 20 Kilometer von Bielefeld entfernt. Wir sind jetzt am nordwestlichen Stadtrand von Bad Salzuflen. Der Tatort ist mit einem roten Kreis markiert. Interessant für uns ist der Bereich zwischen der Herforder Straße im Norden und der Bundesstraße B239 Zubringer zur A2 im Süden. Sind dort in der Nacht von dem 3. auf den 4. Februar 2014 unbekannte oder verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen oder beobachtet worden? Also es könnten unter Umständen zwei Täter gewesen sein, dazu möglicherweise ein oder mehrere Komplizen, die sich am Auto, am Fahrzeug getroffen haben oder drin saßen. Genau. Dazu suchen Sie Informationen. Einen Hinweis haben Sie kurz nach der Tat schon bekommen. Eine Nachbarin hat ja, wie im Film gezeigt, ein Fahrzeug beobachtet. Was ist da passiert? Richtig. In der Tatnacht hat eine Anwohnerin ein dunkles Fahrzeug, Typ SUV, also Art Geländewagen oder Van, von der Größe und den Umrissen her ein Mercedes der M-Klasse ähnlich beobachtet. Mhm. Leider konnte sie das Kennzeichen aufgrund der Dunkelheit nicht ablesen. Insassen konnte sie auch gar nicht erkennen. Bis heute ist unklar, ob dieses Auto etwas mit der Tat zu tun hat. Aber vielleicht können Sie zu Hause der Polizei bei dieser Frage weiterhelfen. Dritter Ansatzpunkt. Die Täter müssen den Tatort vorher ausgespäht haben. Das ist die Vermutung. In diesem Zusammenhang ist jetzt für Sie der Mann interessant, den eines der Opfer wenige Tage vor der Tat hinter dem Haus gesehen hat. Richtig, am Freitag vor der Tat, das war der 31. Januar 2014, in der Zeit zwischen 14 und 15 Uhr war der Geschädigte im Garten. Er hat dann eine männliche Person auf der gegenüberliegende Seite der Bahnlinie, das Grundstück grenzt an der Bahnlinie, gesehen. Diese männliche Person, 30 bis 35 Jahre alt, 30 bis 35 Jahre alt, auffällige Geheimratsecken. Mhm. Die Person trug einen blauen Trainingsanzug mit blau-weißen Ärmeln, hat offensichtlich das Haus beobachtet. Also um diese Person geht es, dann kommen wir, würde ich sagen, zum vierten und letzten Ansatzpunkt zur Beute. Geraubt wurden Wertgegenstände und Schmuck im Gesamtwert von mehreren tausend Euro, darunter auch einige markante Dinge. Um welche geht es da? Unter anderem wurden drei Silberbestecke entwendet. Ein Silberbesteck war mit einer Gravur versehen, und zwar einem B. Dazu kommt noch eine Edelstahluhr von Champagne, Typ Happy Sport, mit blauem Lederarmband und frei beweglichen Brillanten unter dem Zifferblatt. Und Sie wollten hier auch noch zwei Sachen nennen. Dazu gibt es leider keine Fotos, aber um was geht es da? Es geht um ein verchromtes Opernglas mit Perlmutt-Beschichtung und eine große, dunkle Sporttasche der Marke Samsonite. Mit dieser Tasche wurde offensichtlich die Beute abtransportiert. Ja, das sind viele Ansatzpunkte, viele gute Ansatzpunkte, würde ich sagen. Vielleicht kriegen Sie Informationen dazu rein. Wäre zu wünschen. Wenn Sie, liebe Zuschauer, die Polizei in diesem Fall unterstützen können, dann rufen Sie bitte an. Bei uns hier im Studio, bei der Kripo Detmold, unter dieser Nummer 5231-6096 und die 0 oder natürlich bei jeder anderen Polizeidienststelle. Die Belohnung beträgt 3000 Euro. Dietmar Sim, Koralewitsch war das, Kriminalhauptkommissar aus Detmold. Danke. Ich hoffe für Sie auf viele gute Anrufe. Dankeschön. Und nun zu unserem nächsten Fall, liebe Zuschauer, bei dem solch ein Motorrad eine ganz wichtige und entscheidende Rolle spielt. Es diente nämlich als Fluchtfahrzeug in einem wirklich spektakulären Verbrechen. Anfang Januar 2014, der Treptower Park in Berlin. Das
Zwei Mülleimer wurden mit Kleidung und weiteren Gegenständen vollgestopft, teilweise verbrannt. Darunter eine Axt und zwei Motorradhelme. Außerdem zwei auffällige Borsalino-Hüte. Drei Monate zuvor, 500 Kilometer entfernt in Düsseldorf. Dort trifft Anfang Oktober ein unbekannter Mann ein. Wahrscheinlich stammt er aus Osteuropa oder vom Balkan. Da. Hm. Die Polizei wird später zu dem Schluss kommen, dieser Mann ist eigens angereist, um einen heiklen Auftrag auszuführen. Dienstag, der 15. Oktober 2013, die Königsallee in Düsseldorf. Schönes Stück. Herr Kerber hat schon angerufen, dass er Interesse hat. Der will nachher mal vorbeikommen und sich die neue Kollektion ansehen. Herr Kerber weiß eben, was gut ist. Auf der Düsseldorfer Kö gibt es einen Juwelier, der sich auf besonders hochwertige Uhren spezialisiert hat. Guten Tag. Hello. Sorry, I don't speak German. Ah, no problem. Oh, please, this is friend. Ach, Sie gehören zusammen? Yes, friend. Na dann. Dankeschön. Von beiden Männern entstehen gute Aufnahmen. Der Mann mit der Kappe, so glaubt die Polizei, stammt vermutlich aus dem Raum Düsseldorf. What are you looking for? A watch in the window. The exclusive ones for 10.000 euros. Yes, please. Okay, this is Überfall. You get down. Down, I say it. Doch nicht alles läuft nach Plan. Die Vitrine ist aus Panzerglas. Hey, you open the door. Help, no, Alfred! Okay. Schnell! Dauer des Überfalls knapp 2 Minuten. Wert der erbeuteten Uhren rund 650.000 Euro. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Ein Juweliergeschäft in Berlin-Mitte. Zur Sicherheit sind am Eingang 2 Wachmänner postiert. Und wie geht's Ihren Kleinen? Sehr gut, danke. Nur Schule ist so ein Thema für sich. Das ist normal. Ja. Guido Faber arbeitet seit mehreren Jahren für das Unternehmen, das für die Sicherheit in dem Juweliergeschäft zuständig ist. Auch in Berlin, so die Vermutung der Polizei, arbeitet der Mann mit dem Hut mit einem Komplizen zusammen, der sich vor Ort gut auskennt. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Guten Tag, Frau Bergmüller. Hallo, guten Tag. Sie kommen wegen des Kuriers? Genau so ist es. Herr Sachs? Frau Bergmüller ist hier, um ihr Kurier abzuholen. Es liegt alles hinten bereit. Bitte. Vielen Dank. Du, ich müsste auch mal schnell nach hinten. Ja, kein Problem. Hier ruhig. Okay, danke.
Da liegt das ja schon. Ja, zwei Stück. Das sieht ganz toll. Sehr schön. Sieht sehr gut aus. Guten Tag. Guten Tag. We are looking for watches. Mm-hmm. And what kind of watches? Sir? Sir? Überfall! Down, now! Ganz gut. Runter jetzt! Hey, stop it! Okay. Down, I say it. Open the door. Der Schlüssel. Überfall, sofort runter! Wieder haben es die Täter nur auf die hochwertigsten Uhren abgesehen. Ja, ein Überfall. Schicken Sie schnell alle Streifenwagen, die Sie haben. Keine Ahnung, ich habe nur einen gesehen, das sind bestimmt mehrere. Ich weiß nicht. Ja, ich glaube schon. Hier, rufen Sie die Polizei. Der Treptower Park, in dem später Kleidung und Gegenstände der Täter gefunden werden, liegt nur wenige Kilometer vom Tatort entfernt. Die Beute der Täter bei beiden Überfällen: Uhren im Gesamtwert von über 1 Million Euro. Zwei Tatorte, zwei Ermittler bei uns jetzt live im Studio. Ich begrüße Dana Ahlgrim, Kriminalhauptkommissarin vom LKA in Berlin, und Karl-Willi Kur, Kriminaloberkommissar von der Kripo in Düsseldorf. Frau Ahlgrim, glauben Sie, der Mann mit dem Hut, mit diesem Borsalino-Hut, gehört zu einer Organisation oder arbeitet er in die eigene Tasche? Nein, das glaube ich eher nicht, Herr Czarne. Mhm. Unsere Ermittlungen in Berlin und Düsseldorf haben ergeben, dass es sich hierbei um osteuropäische Täter handelt, die bandenmäßig organisiert sind, die über die Landesgrenzen hinaus agieren. Es gibt sogenannte Residenten vor Ort, die die Tatobjekte ausbaldowern, die Tat vorbereiten, und für die Tat selbst reisen dann eigens Täter an, die nur dafür hierher kommen. Also sieht nach organisierter Kriminalität aus. So ist es. OK, wie es in der Abkürzung heißt. Sie beide ermitteln natürlich sehr, sehr intensiv. Herr Kur, wissen Sie womöglich schon, wo die Bande jetzt ihren Sitz hat? Die Spur führte nach Belgrad in Serbien, aber absolut sicher kann man sich da nur sein, wenn man die Täter tatsächlich ermittelt hat. Okay, deswegen sind Sie hier. Vielleicht kommen wir voran. Von beiden Überfällen gibt es Bilder. Herr Kur, bitte sagen Sie etwas zu den Aufnahmen aus Düsseldorf. Ja, hier Aufnahmen von der Königsallee vom 15. Oktober 2013. Zunächst der Mittäter. Der ist ca. 180 cm groß, trug einen Bart und eine Brille, eine beigegrüne Mütze mit Ohrlappen. Wir vermuten, dass der Täter aus Düsseldorf oder der Umgebung stammt. Auch von dem Haupttäter gibt es sehr, sehr gute Aufnahmen. Das ist dann jetzt, wie gesagt, der große Unbekannte mit dem Hut. Bitte. Ja, die Person ist ca. 25 bis 30 Jahre alt, 1,90 groß, kräftig, athletisch, vermutlich dunkle Haare, leichte Koteletten, trug einen schwarzen Hut im Borsalino-Stil. Ein dunkles Jackett mit Krawatte und Hemd, sprach Englisch mit osteuropäischem Akzent
und fuhr bei den Taten in Düsseldorf und in Berlin den Motorroller bzw. das Motorrad. Bei den Ermittlungen ist die Kripo auf Bilder gestoßen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen. Und sie stammen von einer Tankstelle. Was für ein Zusammenhang ist das? Wir haben den Weg, den Kauf des Motorrollers zurückverfolgt. Der wurde unter falschen Namen in Oberhausen gekauft. Und wir haben Lichtbilder von einer Person, die den Roller gekauft hat und nicht identifiziert worden ist. Also hier ist dann jetzt also das Bild des Käufers dieses Rollers. Ja, richtig. Die Person ist ebenfalls groß, athletisch, begleitet mit einem dunklen Pulli, einer Jeans. Er nannte sich gegenüber einem Zeugen Alexander und sprach fließend Serbisch, aber auch gebrochen Französisch. Und unsere Ermittlungen haben ergeben, dass er Bezüge in die Niederlande und auch nach Frankreich hat. Kommen wir jetzt zum Überfall in Berlin. Hier Bilder von der Flucht der Täter, fotografiert von einem sehr aufmerksamen Zeugen. Und dazu weiter auch noch Bilder aus den Überwachungskameras. Diesmal vom Überfall und wieder mit diesen auffälligen Parallelen. Richtig, auch hier trägt der Haupttäter einen Borsalino-Hut. Wieder ist er in Begleitung eines Komplizen. Er ist ca. 1,80 bis 1,90 cm groß, hat einen leichten Bart, trägt einen grauen Mantel, Schal und Brille. Auch er sprach mit osteuropäischem Akzent. Trotz der Ähnlichkeit durfte es sich um einen anderen Mittäter als in Düsseldorf handeln. Und jetzt gehen wir mal rüber. Im Treptower Park haben die Täter dann versucht, einiges zu entsorgen. Das hat nicht ganz geklappt. Das sind jetzt hier die Originalteile. Das ist richtig. Das sind die Tatobjekte, die versucht worden sind, im Treptower Park zu verbrennen. Werfen wir einen Blick drauf. Hierbei handelt es sich hier erstmal um zwei Hüte im Borsalino-Stil. Der hellgraue Hut stammt von der Firma Zara. Die beiden Helme waren ursprünglich weiß. Wir haben hier einmal eine runde Form und eine spitze Form. Beide Hüte wurden vor der Tat mit schwarzer Dispersionsfarbe umlackiert. Okay, wichtig ist für die Ermittlung jetzt auch das Motorrad, mit dem die Täter durch Berlin geflüchtet sind. Dieses Motorrad wurde zwei Tage nach der Tat gefunden, abgestellt in Berlin-Mitte. Richtig. Das Rad wurde in der Wilhelmstraße 47 in Berlin-Mitte abgestellt. Es handelt sich dabei um eine Honda NX650 Dominator. Sie wurde 1988 gebaut. Im Juli 2013 wurde sie in der Schweiz gekauft und besaß damals noch die Originalfarbe Rot. Zu bemerken ist der Schriftzug an der Hinterradaufhängung Pro Link. Sie wurde später laienhaft mattschwarz umlackiert. Und uns interessiert natürlich ganz besonders, wo wurde das Motorrad zwischen Juli bis Dezember 2013 gesehen? Es war eventuell abgedeckt mit einer ATU-Plane. Auch die Beute hat es in beiden Fällen in sich. Uhren im Wert von über 1 Million Euro. Hier drei Stücke, die in Düsseldorf geraubt wurden. Eine Uhr der Marke Patek Philippe, eine Damenuhr, Complications, 18 Karat Weißgold, Lünette und Gehäuse mit einer Spirale aus 273 Diamanten verziert. Des Weiteren eine Rolex Oyster Perpetual GMT Master 2, 18 Karat Gelbgold, ein schwarzes Ziffernblatt. Eine weitere Uhr der Marke Patek Philippe, eine Damenuhr Weißgold, Gehäuse mit 431 Diamanten und einem weißen Perlmutt-Ziffernblatt. Sehr, sehr wertvolle, sehr teure Stücke. Eine Belohnung gibt es natürlich auch, die wollen wir nicht unerwähnt lassen, Herr Kuhn. Ja, richtig. Für Hinweise, die zur Greifung der Täter in Düsseldorf führen, ist eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt. Danke für diese letzte, nicht unwesentliche Information. Hinweise nehmen beide Dienststellen gerne entgegen. Das LKA Berlin unter der 030 4664 944 100 oder die Kripo in Düsseldorf unter 0211 8700 oder Sie rufen ganz einfach, Sie kennen das hier bei uns im Studio an oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. Das waren Dana Algrim, Kriminalhauptkommissarin vom LKA Berlin und Karl Willi Kuhr, Oberkommissar aus Düsseldorf. Danke Ihnen für den Besuch. So, liebe Zuschauer, wir ziehen kurz Bilanz und sehen, dass schon mächtig was zu tun ist. Hier bei den Beamten des Landeskriminalamts Bayern sind sehr gespannt wieder nachher auf die Informationen und Hinweise, die uns Alfred Hettmer präsentiert. Ich habe aber zunächst eine ganz wichtige Information für Sie. Vor zwei Wochen hatten wir Ihnen hier einen Fall vorgestellt, bei dem falsche Polizisten eine Rolle spielten. Daraufhin fragten uns ganz, ganz viele Zuschauer, wie unterscheide ich einen echten von einem falschen Polizisten? Ein Polizeiausweis allein gibt nicht genügend Sicherheit. Der sieht dann auch noch in jedem Bundesland anders aus. Daher grundsätzlich lassen Sie niemanden in die Wohnung, auch keine angeblichen Polizisten. Lassen Sie sich die Dienststelle nennen und erkundigen Sie sich telefonisch, ob der Polizeieinsatz und die Beamten dort bekannt sind.
Suchen Sie, wenn möglich, die Telefonnummer besser selbst heraus. Dann können Sie sicher sein, dass Sie auch tatsächlich bei der Polizei gelandet sind. Ich weiß, das hört sich kompliziert an und aufwendig in so einer stressigen Situation. Aber echte Polizisten haben Verständnis für Ihre Vorsicht. Wurde mir auch gerade noch mal bestätigt. Und zur Not gibt es auch immer noch die 110. So, jetzt brauchen wir weiterhin Ihre Aufmerksamkeit in den nächsten gut 45 Minuten bei unter anderem diesen Fällen. Rodewald. Um ihre Familie zu ernähren, fährt eine tschechische Mutter regelmäßig zum Arbeiten nach Deutschland. In der Schule haben sie gesagt, das ist gefährlich. Na klar, für euch Kinder. Das Mädchen wird seine Mutter nie wiedersehen. Hamburg. Ein Coup wie im Film. Aufwendig tarnt der Täter sein Verbrechen. Ich sehe nichts. Kein rotes Licht. Auch für die Beute hat sich der Einbrecher ein spezielles Versteck ausgesucht. Birges, der junge Mann, ist Lastwagenfahrer aus Leidenschaft. Stopp, stopp! Was ist los? Kann ich helfen? Wird ihm seine Hilfsbereitschaft zum Verhängnis. Der nächste Fall jetzt. Ein mysteriöser Mord aus dem Jahr 1999. Schon damals hatten wir uns mit dem Fall hier beschäftigt bei Aktenzeichen, weil die Polizei nicht wusste, wer das Opfer war. Die Frage ließ sich dann nach der Sendung beantworten. Stanislava Kratinova aus Tschechien. Eine 42 Jahre alte Frau, die viel Pech im Leben hatte. Drei gescheiterte Ehen, zerrüttete Familie, schmales Einkommen. Sie wollte nur ein bisschen vom Wohlstand hier im Westen abbekommen und geriet dabei offenbar an ihren Mörder. Parkplatz an der Bundesstraße 214 in der Nähe des kleinen Ortes Rodewald in Niedersachsen. Eine holländische Familie hat Freunde in Norddeutschland besucht und ist auf der Heimfahrt. Es ist etwa 12.30 Uhr, als der Sohn hier eine schreckliche Entdeckung macht. Da liegt jemand im Wald und schläft. Wo? Da vorne. Kann auch eine Puppe sein. Ich hab mich nicht herangetraut. Da vorne, da liegt sie. Da liegt jemand. Das ist keine Puppe. Nichts. Die ist tot. Da im Haus. Vielleicht ist sie erwürgt worden. Kommt, wir fahren. Wir müssen die Polizei anrufen. Komm, Die Frau ist erdrosselt worden. Doch wer ist sie und woher kommt sie? Die Polizei anrufen. Und die ist wahrscheinlich, ja. Da ist eine Frau hinter dem Wald. Ja. Und da liegt wahrscheinlich Go. Und nun bittet die Kripo Nienburg in Niedersachsen um ihre Hilfe, weil sie in einem Fall einfach nicht weiterkommt. 5 Wochen nach dem Leichenfund, Anfang Dezember 1999, wird der Fall in Aktenzeichen XY ungelöst behandelt. Und tatsächlich, die Zuschauer können der Mordkommission in Nienburg weiterhelfen. Bald steht fest, das Mordopfer ist die 42-jährige Stanislava Kratinova aus Tschechien. Doch wer ist ihr Mörder? Wen kann ich nur fragen? Doch die meiste Zeit verbringt sie in Deutschland. Sie reist per Anhalter durchs Land. In aller Regel lässt sie sich von Lkw-Fahrern mitnehmen. Und vermutlich geht sie in Fernfahrerkreisen auch der Prostitution nach. In Nähe von Stuttgart, warum? Kannst du mich mitnehmen? Okay. Was? Steig ein. Ah, hab ich ein Glück. Kannst du. Bei dir noch alles in Ordnung? Das passt wie bei mir zu Hause. Lass dich raus. Die Kommandeur und Kollegen vorbei.
Vorne ist der Supermarkt, da muss ich abladen. Ich kann nicht hier bleiben, vielleicht dahinter auf Schlafplatz. Nein, es geht nicht. Eigentlich kann ich gar niemanden mitnehmen. Aber hier kommen dauernd Kollegen vorbei. Dann nimmt dich bestimmt gleich wieder einer mit. Na gut, ist trotzdem nett. Vielen Dank, herzlichen Dank. Okay, tschüss. Ahoi. Mach's gut. Du auch, Jiki. Jekuyo. Danke, tschüss. Ahoi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ah, sag mal, du bist ja immer noch da. Kam in der Zwischenzeit kein Brummi vorbei? Doch, aber konnte mich nicht mitnehmen. Fahren alle nach Westen. Hast du ein Glück, dass du mich hast. Als nächstes muss ich in den Bayerischen Wald. Komm rein. Bayerischer Wald klingt gut. Es ist nicht mehr weit nach Hause. Ah, hier ist es, Maria. Ich geh da mal. Oh ja. Okay, warte. Oh. Hier ist deine Tasche. Na, Handtasche bitte. Oh ja, komm, warte. Warte, bring ich dir runter. Oh. Okay. Danke, danke. Okay, ach so, hier. Eine Visitenkarte mit Handynummer drauf. Meld dich doch einfach, wenn du wieder im Land bist. Vielleicht bin ich in der Nähe. Noch mache ich. Dann sehen wir uns vielleicht wieder. Wäre schön. Ja. Mach's gut. Komm gut nach Hause. Danke. Mach's klein. Nach einigen Tagen in Deutschland kehrt Stanislava Gratinova immer wieder nach Hause zurück. Sie wohnt zusammen mit ihrem Sohn Pavel in Dolnirovn, einem 400-Seelendorf. Das baufällige Haus hat sie von ihren Eltern geerbt. Für notwendige Renovierungen fehlt das Geld. Ahoi. Los da! Du willst wieder weg? Ja, ich muss. Habe ich doch jetzt Arbeit in Deutschland. Kannst du mir ein bisschen Geld geben? Ich will heute Abend ausgehen mit ein paar Kumpels. Habe ich leider selber nichts. Weißt du, meine Rente hole ich erst morgen ab. Aua! Und was ist damit? Lass den bitte liegen. Den brauche ich für die Reise zum Passieren der Grenze. Wieso? Musst du die Grenzpolizei schmieren? Ja, du Boss. Aber wenn du nach Deutschland fährst, brauchst du Geld, sonst lassen sie den hier rein. Die haben Angst, du willst kassieren, Sozialhilfe oder wie das heißt. Stanislava Kratinova lebt von einer kleinen Invalidenrente. Vor einigen Jahren hat sie in einer Wäscherei gearbeitet und war mit der Hand in die Heißmangel geraten. Ihre Rente holt Stanislava Kratinova Monat für Monat auf dem Postamt ab. So auch am 25. Oktober 1999. Umgerechnet rund 100 Euro sowie ein wenig Wohn- und Kindergeld. Davon muss sie ihren drei Kindern, die nicht bei ihr leben, Unterhalt zahlen. Ihr jüngstes Kind ist die 11-jährige Nella. Sie wohnt bei ihrem Vater in einem Nachbardorf. Ihr stattet Stanislava noch einen Besuch ab, bevor sie wieder in den Westen reist. Nella! Ja, hat mir ein Freund geschenkt, kannst bestimmt besser gebrauchen. Weißt du, in Deutschland haben viele in deinem Alter so ein Mobil.
Danke, Mami. Musst du heute wieder los? Na, ich muss. Eine Bekannte hat meinen Job besorgt. Da kann ich gut verdienen. Ich spare dann für Weihnachten, weißt du? Und für schöne Geschenke auch für dich. Sind doch noch 2 Monate. Zeit vergeht schnell. Überleg dir schon mal, was du haben willst. Ein Mobil habe ich ja schon. So, hier ist das Geld für Papa. Das gibt's ihm heute Abend. Ja, bitte. Fährst du wieder Pannenanhalter? Nein, ist am günstigsten. Ich weiß nicht. In der Schule haben sie gesagt, das ist gefährlich. Na klar, für euch Kinder. Aber ich schaue mir die Fahrer ganz genau an. Ich fahre nur mit Lastwagen. Und die meisten sind sehr nett und freuen sich, wenn sie ein bisschen Gesellschaft haben für Fahren. Mama? So? Der Rock, Mama. Wieso? Was ist damit? Sehr kurz. Muss ich mir ein bisschen hübsch machen, sonst kann ich ewig warten, bis ich mitgenommen werde. Oh Mann, ich weiß nicht. Na, dann musst du auch noch nicht verstehen. So, jetzt muss ich los, sonst wird's zu spät. Also. Ahoi. Ahoi. Stanislava lässt Verwandte und Bekannte im Unklaren darüber, welcher Arbeit sie in Deutschland nachgeht. Für die Dorfbewohner spricht ihr Äußeres allerdings Bände. Sie vermeiden jeglichen Kontakt zu ihr. Dann fragen wir sie doch mal. Guten Morgen. Autobahnpolizei. Dürfen wir fragen, was Sie hier machen? Ich schaue, ob jemand mich mitnimmt. Da müssen Sie noch ein bisschen warten. Die schlafen ja noch alle. Haben Sie mal einen Ausweis für uns? Für Stanislava ist die Prozedur schon zur Routine geworden. Wie die Kripo feststellt, gerät sie auf ihren Streifzügen durch Deutschland immer wieder in Polizeikontrollen. Wo kommen Sie denn her? Allein 1999 über 30 Mal, meistens in Süddeutschland. In dieser Nacht allerdings muss sie ihren Pass in der Nähe von Hannover vorzeigen. Wollen Sie denn hin? Bitte? Wo wollen Sie denn hin? Nach Hamburg. Nach Hamburg? Ein Stückchen in den Norden, ja? Na, da sind Sie falsch hier. Hier geht's in den Süden. Das ist aber nicht schlimm. Gehen Sie einfach da lang, auf die andere Seite der Autobahn. Da kommt eine Unterführung. Auf der anderen Seite der Autobahn, da sind Sie dann richtig. Vielen Dank. Alles in Ordnung. Gute Weiterfahrt. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Auf der anderen Seite der Autobahn dürfte Stanislava wenig später in das Fahrzeug ihres Mörders gestiegen sein. Am Morgen des 28. Oktober 1999 wird Stanislava Kratinovas Leiche in dem Waldstück an der B214 abgelegt. Zu diesem Mordfall aus dem Jahr 1999 begrüße ich jetzt die zuständige Staatsanwältin bei uns im Studio, Dr. Annette Marquardt. Frau Dr. Marquardt, der Fall liegt 15 Jahre zurück und ist heute noch genauso kompliziert wie damals, voller Rätsel. Woran liegt das? Was ist da so kompliziert? Die Ermittlungen in Tschechien waren sehr schwierig. Die deutsche Polizei und die tschechische Polizei haben sehr umfangreiche Ermittlungen geführt. Aber die Erkenntnisse zur Person Kratinova und insbesondere zu ihren Reisen nach Deutschland waren
sehr mager. Mhm. Das liegt insbesondere daran, dass Frau Kratinova darüber nichts erzählt hat. Auch wenn sie Geschenke aus Deutschland mit nach Hause gebracht hat, hat sie nicht darüber gesprochen, wie oder wo sie das Geld verdient hat. Mhm. Also hier sind schon mal die ersten Fragen. Mhm. Vielleicht können Sie zu Hause, liebe Zuschauer, mit konkreten Informationen dazu helfen. Es ging ja, Frau Marquardt, auch das Gerücht um, dass sie der Prostitution nachgegangen ist, und zwar ganz genau in diesen Fernfahrerkreisen. Gibt es dafür konkrete Anhaltspunkte? Wir wissen lediglich, dass Frau Kratinova in Fernfahrerkreisen sehr bekannt war. Sie ist als Anhalterin gefahren, bevorzugt mit Lkw-Fahrern. Und wir wissen auch, dass sie im Jahr 1999 über 30 Mal polizeilich kontrolliert wurde, mit den Schwerpunkten in Traunstein, Kiefersfelden und Nürnberg. Es gibt lediglich zwei Ausreißer in den norddeutschen Bereich, einmal Kassel und dann der Tatort Lehrter See. Mhm. Es bestehen derzeit lediglich Vermutungen dahingehend, dass sich Frau Kratinova prostituiert haben könnte, aber Beweise gibt es dafür definitiv nicht. Und Sie haben bislang auch noch niemanden gefunden, der dazu Nein. Auskunft gegeben hätte, aber ist natürlich auch ein heikles Thema, zu dem vermutlich keiner sehr gerne was sagen möchte. Wir verstehen schon, dass da eine gewisse Zurückhaltung an den Tag gelegt wird. Aber es geht um Mord, und deswegen appelliere ich an alle, die Frau Kratinova kannten. Melden Sie sich, wenn Sie Hinweise geben können zur Person Kratinova, zu ihrer Tätigkeit und insbesondere auch zu weiteren Kontakten in Deutschland. Diese Hinweise sind für uns enorm wichtig. Wir haben für Sie ein Vertrauenstelefon eingerichtet, und ich garantiere, dass jeder Hinweis sehr sensibel behandelt wird. Ein sehr eindringlicher Appell, genau an der richtigen Stelle hier. Vielleicht kann sich jetzt doch jemand überwinden, wenn Sie Stanislava Kratinova gekannt haben, vielleicht das eine oder andere Mal mitgenommen haben, dann melden Sie sich, wenn Sie das noch nicht getan haben oder wenn Sie heute vielleicht eine frühere Aussage korrigieren möchten. Zu Hause in Tschechien hat Stanislava von einer Freundin in Hamburg gesprochen, die ihr angeblich einen Job angeboten habe, besorgt habe. Gibt es dazu Erkenntnisse? Diese angebliche Freundin in Hamburg konnte auch ermittelt werden. Diese Frau stellt aber das Ganze etwas anders dar. Sie spricht lediglich von einer lockeren Bekanntschaft und hat auch ausgesagt, dass der Kontakt zu Stanislava zum Tatzeitpunkt schon seit langer Zeit abgebrochen war, sodass auch diese Zeugin uns nichts über ihre Tätigkeit im Oktober 1999 erzählen konnte. Also die Sache mit dem Job war dann wohl eher Wunschdenken und ja. Die Zeugin nicht sehr wertvoll, zumindest nicht ja. Für ihre Ermittlung. Bleibt also nur hier an dieser Stelle die Zuschauer zu bitten, Zeugenaussagen zu machen, wenn das denn mit konkreten Informationen behaftet ist. Sie haben jetzt noch Informationen, die in diese Richtung gehen. Wir haben es eben im Film gesehen. Wir wissen, dass Stanislava Kratinova am Tattag, am 28.10.1999 um 4.49 Uhr an der Autobahn Lehrter See kontrolliert worden ist durch Polizeibeamte. Sie hat die Beamten gefragt nach dem Weg Richtung Hamburg und ist dann auf die andere Straßenseite geschickt worden. Daran knüpfen sich nun unsere weiteren Fragen. Wer hat das Opfer am Morgen, am frühen Morgen des Tattages? Es handelt sich um einen Donnerstag, den 28.10.1999. Und dieser Tag fiel in die letzte Herbstferienwoche in Niedersachsen, Bremen und Hamburg. Wer hat sie an der Raststätte Lehrter See gesehen? Und wer kann uns berichten, wie sie von dort aus weitergereist ist? Ich möchte ganz deutlich machen, bei dieser Person muss es sich nicht zwangsläufig um den Täter handeln. Es ist durchaus denkbar, dass jemand Frau Kratinova dort mit aufgenommen hat, ein Stück weit mit ihr Richtung Norden gefahren ist und sie dann vor dem Tatort wieder abgesetzt hat. Wenn die Person, die Frau Kratinova am Lehrter See mit aufgenommen hat, mit der Tat nichts zu tun hat, dann möge sie sich bitte ganz dringend bei uns melden. Und so hat Stanislava Kratinova an diesem Morgen ausgesehen. Wir haben hier die Originalkleidung des Opfers. Sie haben die Beschreibung dazu. Gehen Sie bitte ins Detail. Es handelt sich um einen dunkelblauen glänzenden Anorak mit Kapuze. Darunter trug Stanislava einen schwarz-grau gemusterten Pullover mit Knopfleiste. Darunter ein orangefarbenes Poloshirt, ebenfalls mit Knopfleiste. Und dazu trug sie eine braune Hose. Und genau diese Kleidung hatte sie auch an, als sie gefunden wurde, in einem Waldstück an einem Parkplatz an der Bundesstraße 214. Das war genau hier. Fundort ist ein Parkplatz zwischen Rodewald und Wennenborstel. Wir sehen das jetzt hier auf der Karte. Wir gehen davon aus, dass der Fundort auch der Tatort gewesen ist. Deshalb sind wir sehr interessiert an Zeugen, die am Vormittag des 28.10.1999 dort Beobachtungen gemacht haben. Natürlich haben wir ein besonderes Interesse daran, ob dort bestimmte Fahrzeuge, Lkw oder Pkw aufgefallen sind an diesem Parkplatz. Von Interesse ist auch, ob jemand
einen hellen Tanklastzug dort beobachtet hat und dazu nähere Angaben machen kann. Ja. Viele Fragen. Wir warten auf Antworten. Nochmal zur Erinnerung, das Datum, das war der 28. Oktober 99, also vor gut 15 Jahren. Wenn Sie hierzu oder zu anderen Fragen eine Antwort wissen, dann rufen Sie bitte an bei der zuständigen Kripo in Nienburg oder bei uns hier natürlich auch im Studio. Auch hier gibt es eine Belohnung. Für Hinweise, die zur Überführung des Täters führen, hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für den Besuch. Das Gerne. War die zuständige Staatsanwältin in diesem Mordfall, Dr. Annette Marquardt. Herzlichen Dank. Gerne. Das hier, liebe Zuschauer, kennen Sie, haben Sie wahrscheinlich schon mal gesehen. Solche Planen gibt es überall an Baustellen und auch an Gerüsten, ganz praktisch eigentlich. Denn hinter solchen Werbeplakaten lässt sich einiges verstecken. Ein Verbrechen zum Beispiel. Doch auf diese Idee wäre wohl nie jemand gekommen, als eine solche Plane Anfang Mai 2013 von einem Hamburger Bauzaun einfach verschwand. Für das Auktionshaus in der Hamburger Innenstadt sind zwei Sicherheitsdienste zuständig. Einer für das Rollgitter, der andere für die Alarmanlagen. Tschüss. Tschüss, guten Abend. Schutz vor Einbruch ist wichtig, denn im Geschäft lagert hochwertiger Schmuck. Vielleicht. Ist bis in alle Einzelheiten vorbereitet. Exakt um 2.30 Uhr beginnt das Vorhaben. Um diese Zeit kommen nur noch vereinzelt Passanten vorbei. Der Mann bringt zunächst einen Sichtschutz an, bestehend aus einer Gerüststange und zusammengeklebten Plakaten von einem Bauzaun ganz in der Nähe. In der nächsten Zeit passiert nichts. Vielleicht wartet der Täter einfach, um sicherzugehen, keinen Alarm ausgelöst zu haben. Eine halbe Stunde später kommt er wieder. Das Zimmer direkt über dem Auktionshaus wird als Aufenthaltsraum für Firmenmitarbeiter genutzt. Mehrere Alarmsysteme schalten sich unabhängig voneinander ein.
Die Warnleuchte ist allerdings draußen nicht zu sehen, weil die Fenster abgeklebt sind. Bin schon unterwegs. Wo ist das nochmal? Nein, keine Polizei, noch nicht. Der Alarm läuft bei einem Sicherheitsunternehmen auf. Umgehend macht sich ein Mitarbeiter auf den Weg. Zu den Besonderheiten in diesem Fall gehört, dass der Täter sich offenbar Teile der Beute in den Mund steckt. Was er nicht weiß, eine Überwachungskamera nimmt jede Aktion auf. Ich sehe nichts. Kein rotes Licht. Ja, vielleicht. Sag mal, ich glaube, die bauen hier was. Die Scheiben sind abgeklebt. Sieht aber komisch aus. Oh je, das stinkt gewaltig. Doch kein Fehlalarm. Ruf mal lieber die Polizei. Ja. Die Polizei ermittelt intensiv in diesem spektakulären Einbruch mitten im Stadtzentrum von Hamburg. Ich begrüße Kriminalhauptkommissarin Antje Bold von der Kripo in Hamburg zu uns gekommen. Da hat sich jemand offensichtlich sehr, sehr gut ausgekannt. Die Vorbereitungen liefen perfekt oder sagen wir fast perfekt. Wie sehen Sie das? Ja, also der Täter hatte entweder Insiderwissen oder er hat sich wirklich sehr gut vorbereitet. Er kannte das Objekt, kannte die örtlichen Gegebenheiten sehr genau und hat sich auch einen guten Weg ausgesucht, wie man möglichst leicht in das Objekt hineingelangt. Er traf auch Vorbereitung, um im Objekt dann nicht gesehen zu werden, indem er zwei zusammengeklebte Plakate, die er zuvor entwendet hatte, vor das Schaufenster hing. Und dann hat er noch mehrere Pappplatten vor die Schaufenster geklebt, um zu verhindern, dass der optische Alarm dann gesehen wird von außen. Also dieser Sichtschutz, diese riesige Plakatwand ist jetzt ein guter Ansatzpunkt für Sie. Sie wissen, woher dieses Material stammt. Wir schauen uns diese Zusammenhänge jetzt mal an. Ja, wir wissen, woher das stammt. Die Karte zeigt zunächst einmal den Tatort in der Hamburger Innenstadt. Der Einbruch wurde hier am 10. Mai 2013 in den Kolonnaden verübt. Dann die Entwendung der Plakate war in der Straße Hohe Bleichen 14 bis 16 von einem Bauzaun einige Tage vorher. Und wir möchten natürlich auch gerne auffordern, Hinweise zu dem Diebstahl der Plakate zu geben. So sieht das Ganze im Original aus. Das Bild hat die Polizei kurz nach der Tat gemacht. Aber trotz aller Vorbereitung hat der Täter etwas nicht bedacht oder nicht gewusst, nämlich die Überwachungskamera im Geschäft. Mhm. Und deswegen haben wir gute Bilder. Die sehen wir uns jetzt an. Das sind die Originalbilder. Und Sie erklären jetzt bitte mal, worauf es da ankommt. Mhm. Ja, also der Täter hebelt zunächst die Türen von einem Vitrinenschrank auf und steckt sämtlichen Schmuck, den er greifen kann, in seinen Rucksack. Den hat er sich dafür vor den Bauch geschnallt. Auffällig ist, dass er offensichtlich zwei Schmuckstücke sich in den Mund steckt und dass der optische Alarm ausgelöst wird, was relativ schnell geschieht. Und natürlich dann auch die Alarmanlage an sich, das stört ihn nicht, weil er weniger als eine Minute braucht, um aus dem Objekt wieder raus zu sein. Der Täter steckt sich Schmuckstücke in den Mund. Das hat Premiere bei uns in Aktenzeichen. Welche Erklärung haben Sie dafür? Ja, da gibt es natürlich verschiedene Ansätze, das zu erklären. Möglicherweise wollte er sich einen Teil der Beute sichern, falls er auf der Flucht den Rucksack wegschmeißen muss, um schneller zu sein, oder möglicherweise bei einer Festnahme den komplett abgenommen bekommt. Ein zweiter Ansatz wäre, dass es doch irgendwelche Mittäter gibt, die wir bisher nicht kennen, zu denen wir keine Hinweise haben, und er denen halt Beute vorenthalten wollte. Fassen wir das Wichtigste über den Täter nochmal zusammen. Der Mann ist 1,75 bis 1,80 groß und schlank. Er trägt kurzes Haar. In bestimmten Einstellungen erkennt man, dass er Brillenträger ist. Und seine Kleidung ist ja, wie würden Sie die beschreiben? Ja, der Mann trägt eine weite Hose, die Fußbündchen hat, also Knöchelbündchen hat, vermutlich also eine Jogginghose. Das Oberteil hat auch ein Taillenbündchen und eine Kapuze. Die Bekleidung sieht hell aus, das liegt aber vermutlich daran, dass die Aufnahmen mit Infrarotlicht gemacht wurden. Dazu trägt er Turnschuhe. Anderes Thema jetzt, auch nicht unwichtig, die Beute. Sehr viel hat der Mann nicht mitnehmen können. Er musste ja jeden Augenblick mit der Polizei rechnen und hatte im Prinzip wenig Zeit. Wie hoch ist der Schaden insgesamt?
Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich und es wurden halt Schmuckstücke jeglicher Art entwendet, also Ketten, Ringe, Ohrringe, Ohrclips, Colliers. Wir haben leider nur von sehr wenigen Stücken Fotos. Ja, trotzdem einige auffällige Stücke können wir zeigen. Bitte schön. Das sind Ohrringe bzw. Ohrclips aus Weißgold mit Brillanten besetzt. Dazu dann eine Einzelanfertigung, ein Brillant-Collier, ca. 1 Karat, mit Schlangenkette und einem sogenannten Flyerhänger. Gestohlen wurden auch mehrere solcher Ringe aus Gelb- und Weißgold, die ebenfalls mit Brillanten besetzt sind. Letzter Punkt, den wollen wir herausheben. Sie haben DNA-Spuren vom Täter und eine Spur, die nach Bremen führt. In welcher Form? Was ist da passiert? Wir haben an unserem Tatort eine DNA-Spur gefunden. Und circa 3 Monate später, also im August 2013, wurde in Bremen ein Einbruch in einen Rohbau verübt. Dort wurden Werkzeuge gestohlen. Und dort befand sich auch eine Täter-DNA-Spur, die mit unserer DNA-Spur übereinstimmt. Okay, wir haben also zahlreiche Ansatzpunkte hier bei diesem spektakulären Einbruch. Wenn Sie Hinweise haben zum Täter oder zur Beute, bitte melden Sie sich bei der Kripo in Hamburg, hier im Studio oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. Kriminalhauptkommissarin Antje Bold war das von der Kripo in Hamburg zu diesem Einbruch im Stadtzentrum der Stadt. Logisch. Dankeschön. Bitte schön. Unser nächster Fall ist für die Polizei in Montabaur ein großes Rätsel. Ein junger Mann wird hier eines Nachts überraschend zum Opfer. Im ersten Moment scheint das Motiv klar und deutlich, doch der Verlauf der Tat wirft Fragen auf. Vielleicht steckt doch noch was anderes dahinter oder das Ganze verlief einfach nur anders als geplant. Januar 2014, später Nachmittag. Schichtbeginn für Florian Wilmer. Der 27-Jährige ist Lkw-Fahrer. Hey, oh, wie geht's? Alles klar. Hier auf dem Gelände eines Verteilerlagers in Niederolm lädt er Autoersatzteile auf. Diese liefert er an Autowerkstätten und Fahrzeugniederlassungen aus. Florian Wilmer ist Berufskraftfahrer, ein Job, der ihm Spaß macht. Insgesamt 7 Stationen fährt Florian Wilmer regelmäßig an, so auch heute. Die meisten Autowerkstätten haben bereits geschlossen, wenn er kommt, um auszuliefern. Nicht immer hat er einen Schlüssel. Hallo? Matze? Matze? Hast du Schiss gehabt? Quatsch. Wo warst du denn gewesen? Auf dem Klo. Komm. Hier, willst du eine? Nimm ruhig alle. Ja, ich hab meine Hände gewaschen. Kannst du mir einen Schlüssel geben? Klar. Ja, extra sauer, die mag ich am liebsten. Oh. Boah, widerlich das Zeug. Komm. Soll ich uns noch einen Kaffee machen? Danke heute nicht, ey. Ich hab noch ein bisschen was vor mir. Bis dann, ja? Kurz nach 23 Uhr kommt Florian Wilmer im Gewerbegebiet von Wirges an, seine 5. Station. Hier befinden sich unter anderem 2 Spielotheken. Plätze, die auch dubiose Gestalten anziehen. Gut möglich, dass Florian Wilmer mit seinen nächtlichen Lieferungen hier jemandem ins Auge gefallen ist.
haben. Was ist los? Kann ich helfen? Warum haben die Täter so plötzlich von ihm abgelassen? Wollten sie ihn nur ausrauben? Oder steckt noch etwas anderes dahinter? Und die wichtigste Frage, die wir stellen, ist natürlich die, wer sind die drei Männer, die diesen Lkw-Fahrer so brutal zusammengetreten und geschlagen haben? Kriminalhauptkommissar Walter Germann ist hier bei uns im Studio von der Kripo Montabaur. Was glauben Sie, steckt hinter dieser Geschichte? Sicher Geld. Die Täter waren offenbar, haben sich keine Gedanken gemacht, wie viel und was sie eigentlich holen konnten. Nach unseren Ermittlungen handelt es sich bei dem Truckfahrer um ein Zufallsopfer. Mhm. Wir gehen davon aus, dass die Täter gestört wurden, weil sie urplötzlich vom Opfer abließen. Okay, das sind jetzt alles so Vermutungen, die im Raum stehen. Schauen wir mal auf die Täter. Was wissen Sie bislang über diese drei Männer, die es ja wohl gewesen sind? Nicht viel. Die Täter wiederholten lediglich mehrfach das Wort Geld, Geld. Möglicherweise handelt es sich um Personen mit ausländischem Hintergrund. Es kann natürlich auch eine Täuschungshandlung sein. Leider hat das Opfer nicht viel von den Tätern mitbekommen. Es war dunkel und es ging recht schnell. Ja, und dazu natürlich dieser unglaubliche Stress. Trotzdem, einen der Täter konnte der Mann recht gut beschreiben. Deshalb gibt es auch von ihm ein Phantombild. Und Sie sagen bitte, worauf der Zuschauer achten soll. Der als Anhalter fungierende Täter wird wie folgt beschrieben. 25 bis 32 Jahre, schmächtige Figur, dunkle Haut, kurze Haare, trug dunkle Jacke mit grauer Kapuze. Ja, klare Sache. Die Polizei hofft jetzt natürlich auf mögliche Zeugen. Deshalb zeigen wir auch noch mal, wo sich das Ganze abgespielt hat. Der Ort Wirges liegt im Westerwald, nicht weit von Montabaur entfernt. Der Tatort befindet sich im Gewerbegebiet von Wirges in der Christian-Heibel-Straße, kurz vor der Einmündung auf der Klaus. Hier befinden sich unter anderem zwei Spielotheken und ein Lebensmitteldiscounter. Die Täter haben hier auf den Truckfahrer gelauert und ihn dort überfallen. Wir würden natürlich gerne wissen, wer zur Tatzeit Beobachtungen gemacht hat. Es war am 6. Januar 2014 um 23.45 Uhr. Ja, so viel zu den Örtlichkeiten, dass wir eingrenzen konnten. Herr Germann, es gibt noch etwas, das Ihnen jetzt weiterhelfen könnte. Sie haben da eine E-Mail erhalten vor einiger Zeit, eine anonyme E-Mail. Was stand da drin und was geht's? Es war im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung, kam diese E-Mail. Sie war von großem Interesse. Es ging konkret der Hinweis auf eine Person. Wir treten da aber auf der Stelle, weil wir brauchen dringend die Identität eines Schreibers. Wir würden natürlich gerne, möchten natürlich gerne, dass er sich bei uns meldet. Ja, am besten sofort, können wir nur unterstreichen. Das kann also der oder diejenige tun unter der eigens eingerichteten Hinweisnummer der Kripo in Montabaur. Das ist dann die 02602-9226120. Aber natürlich auch alle anderen Hinweise gehen bitte an diese Nummer oder hier bei uns ins Studio oder natürlich auch, Sie kennen das, jede andere Polizeidienststelle. Kriminalhauptkommissar Walter Germann war das von der Kripo in Montabaur. Hoffe für Sie auch auf gute Hinweise. Danke. Dankeschön. Ganz schnell noch die Abschlussbilanz unserer heutigen Sendung der letzten im Jahr 2014. Alfred Hettmer, was hat der Abend gebracht? Ja, gleich in unserem ersten Fall zeigten wir das versuchte Tötungsdelikt an dem 16-jährigen Gastschüler aus Bolivien. Er ist am 2. Januar 2014 in Berlin nach einem Streit mit einem Autofahrer von diesem lebensgefährlich verletzt worden. Von diesem Täter haben wir auch zwei Phantombilder gezeigt und es sind daraufhin mehrere Hinweise eingegangen. Einer davon hört sich also sehr vielversprechend an. Unmittelbar nachdem wir den Fall gezeigt haben, meldete sich nämlich ein Anrufer und sagte, ich kenne den Täter. Und er hat uns auch seinen Namen genannt und einiges zu seinen Lebensumständen mitgeteilt, was hier durchaus zusammenhängen oder passen könnte. Dem zuständigen Sachbearbeiter der Kripo Berlin erschien dieser Hinweis auch so interessant, dass er sofort die ersten Ermittlungen und Überprüfungen in diesem Fall eingeleitet hat. Und jetzt kann man natürlich nur hoffen, dass vielleicht hier der Durchbruch zur Aufklärung dieses Falles liegt. Wunderbar, das hört sich sehr konkret an. Danke, Alfred Hettmer. Ihre Arbeit wird wieder gefragt. Liebe Zuschauer, das war's. Erste Ergebnisse kriegen Sie ab 22.30 Uhr.
bei uns auf aktenzeichen.xy.de und im Videotextseite 371. Diese Sendung wird wie immer später nochmal wiederholt auf ZDF Neo und im ZDF Hauptprogramm. Die nächste Ausgabe im neuen Jahr dann 14. Januar 2015. Bis dahin fröhliche Weihnachten, einen guten Rutsch.